So, Hallöchen, 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 Tag miteinander. So, warte mal kurz, hier was leiser machen. Nämlich das da. Okay, sollte klappen soweit. Heute gibt's wieder Raft. Wir haben uns hier versammelt, wir sind fast vollzählig. Es fehlt nur noch die Frau mit dem Safe Game. Ich hoffe, das klappt alles. Wir schieben mal wieder das Safe Game umher. Dazu gleich mehr. So, ich mach mal Discord an. Tobi, hallo. Hallo. Hallo, hallo. So. Ich bin ready, glaube ich. Ich denke, ich auch. So, dann schauen wir mal hier rüber. Hallo. Das klappt auch wundervoll. Ich sehe, es läuft gut. Ich weiß noch nicht, ob Xavi heute auch streamt. Nö, okay. Hat sich damit erledigt. Alles klar. Ba, 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 ba. Hallo? Hallo? Nein, zu leise, gemutet, gemutet. Okay. Hallo, hallo, Test, Test. Es scheint noch Probleme zu geben. Hallo. Ja, hallo. Jetzt geht's. Schön, dich zu hören. Ja, mein Programm hat ein bisschen rumgespackt. Ah, oh, okay. Discord? Nö. Okay. Aber jetzt geht's. Läuft Raft bei dir schon? Yep. Könnt join. Ich sehe nämlich nichts. Vielleicht musst du doch online gehen, also sichtbar werden. Ich glaube auch. Ja, jetzt ist es da. Haben wir's. Dann geht's sofort, also liegt's doch daran. Ja, was gelernt. Jo. Erstmal ein Monster.
So, hallo. Richtig, ich bin ja gerade gespannt, wo ich jetzt dann rausgeworfen werde, weil ich ja mich nicht auf dem Floß, sondern an Land noch ausgelockt habe. Echt? Ich bin auf dem Floß. Ich bin auch auf dem Floß. Siehste. Das sind Zentimeter zum E drücken, wow. Essen, trinken, okay. Richtig, richtig. Bisschen organisieren. Ich glaube, ich habe organisiert, weil irgendwie sieht's bei mir ganz gut aus eigentlich. Bei mir sieht's jedenfalls nicht schlecht aus. Ich bin ja beinahe überrascht. Ich glaube, ich habe noch aufgeräumt letztes Mal. Ja, ich wie gesagt nicht. Aber ich bin eigentlich good to go. Okay. Xavi noch am Kochen? Ah, der gute Hai. Ich verstehe. Versuch gerade wieder zum Klarkommen mit dem Spiel. Hai? Achso, der Hai, ja. Ich habe 3 Hai dabei und einen Hai-Happen. Könnte reichen, oder? Unmöglich, ja. Eine Flasche trinken. Boah, let's go. Bist du schon drüben? So, ich bin wieder aufs Floß gelaufen, habe gerade nochmal Eier gesammelt. Achso, ja, komm mal ran. Die stopfe ich eben in den Biodieselproduzenten und dann laufe ich los. Xavi ist schon zielgerichtet. Ich bin hinter dir. Ach, das waren diese Lämpchen. Okay. Okay, erster Ruckler. Wisst ihr noch, wo wir waren? Ich bin Xavi hinterhergelaufen. Ich hab euch jetzt schon verloren. Okay, komm, Toto. Wo bist du? Ich hab dich doch gerade noch gesehen. Toto? Ja? Wo bist du? Bei diesem Wasserrätselzeugs. Wasserrätselzeugs? Wo war denn das? Das sieht gelöst aus. Ach, da drüben, ha? Ja. Wo seid ihr? Ja, ich komme einfach mal zu dir. Ich glaube, da haben wir auch das letzte Mal Schluss gemacht. Ja. Das hier sieht weiß ich noch nicht wie aus. Das ist noch nicht gelöst, wo ich gerade bin. Glaube ich. Ich werde so sagen. Ein Stromkabel, okay. Oder? Warte. Die hier sind nicht exakt. Die beiden. Ja, okay. So? Nee, aber kann nicht sein. Kann nicht sein? Nee. Achso, nö. Dann machen wir das so. Läuft der darüber, da rein, da rum. Daraus. Wo hast du Xavi gelassen? Weiß ich nicht. Okay. So, ist gelöst.
Und das hier hat gelöst ausgesehen, das andere, wo ich herkam, aus der anderen Richtung. Ich habe vergessen, was soll da überhaupt passieren? Wir müssen da Wasser reinpumpen, nehme ich an, damit wir den Motor oder was auch immer das ist, kriegen. Okay. Ich verbinde gerade das Kabel. Mit der Pumpe? Ah, Generator, ich verstehe. Achso, der Generator für die Pumpe. Irgendwie so, ja. Ach, da kann man lang latschen. Ja, okay. Aber nicht so gut. Whatever. So, warte mal, ich mach mal Xavi einen Ticken lauter. Und dich einen Ticken leiser. So. Requires electricity. Woran scheitert das? Was braucht man noch? Ein Kabel, wie es aussieht. Ein Kabel. Oder? Eins noch, ja. Warte, auf T sehe ich das, ne? Wir haben. Haben wir noch fünf? Ich glaube, die fünf sind vom anderen. Vermutlich. Schwer zu sagen. Ja, das sind andere Kabel. Was habt ihr jetzt verkabelt neu? Wenn du dem Stromkabel vom Generator folgst, ja, dann führt er dich zu. Verstehe. Dann führt er dich über die Wand zu dem riesigen Generator-Dings hier, ne? Wo bist du gerade? Es gibt zwei Generatoren. Oder wie ist das zu verstehen? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Schwer zu sagen. Ich stehe bei der einen großen Spule. Also in der Nähe gerade. Auf der anderen Seite. Genau. Da oben ist ein Haus, da stand eine Säule, da sind Seilrutschen, auf der anderen Seite war so eine Verbindung. Wir brauchen trotzdem immer noch ein Kabel, wo wir das mit der großen Spule verbinden können. Ah, ich habe Toto gefunden. Ich bin jetzt verwirrt, sorry, nochmal. So, folge mir. Ja. Und zwar, die Pumpe da drüben, die wollen wir aktivieren. Die geht übers Kabel, hier an der Wand, auf diese große Spule hier. Ja, und die Spule? Und die Spule hat ein Kabel nach da oben aufs Dach, richtig? Ah ja, und da geht's nicht weiter, das ist das Problem. So, genau, folge mir. Das heißt, da wo wir herkommen, fehlt noch was. Wenn wir hier hochhüpfen, dann können wir diese Spule sehen. Da oben an der Ecke. Das heißt, da gehört es noch verbunden übers Dach. Und von die hier muss nach noch dort darüber, wo Xavi gerade steht. Ja, und dann darüber. Also zwei Kabel. Na, das hier oben habe ich schon gemacht. Hallo, Luke. Ich habe hier gerade ein Stromkabel aufgenommen, was hier lag. Okay. Dann. Warte, was ist die Stelle? Nö, das war nicht die Stelle. So, Kabel. Easy. Ja, ich weiß. Dann haben wir jetzt Strom. Ich würde sagen, sieht gut aus. Haben wir jetzt Strom? Das müssten wir jetzt die Pumpe fragen, oder? Also. Machen tut sie nix. Nein, weil es immer noch eins fehlt. Okay, wo? Ich glaube, ich muss das Kabel mal komplett verfolgen. Ah, hier fehlt uns noch eins dazwischen, ich verstehe.
Das heißt, wir suchen jetzt noch irgendwo ein Kabel und dann haben wir alles. Zwischen wo und wo jetzt? Warte mal, wo kommt denn das? Ach, da. Ein Stromkabel. Ja, nee, also das ist leider kein neues Kabel, Ach sondern so. ich versuche ein altes Kabel zu nehmen und woanders Tust hinzuziehen. du Recycling? Ich versuch's. Wo haben wir noch nicht gesucht? Ich habe heute keine Übersicht. Oh. Ach, toll. Zwei Schritt reicht's nicht. Na gut, dann brauchen wir doch noch ein Kabel. Ich habe halt keine Ahnung, wo hier wir schon waren und wo nicht. Ich auch nicht. Wer wo war und so weiter. Ich komme so langsam vor in dem Spiel. Okay, hier brauchen wir einen Gefängnisschlüssel. Wo ist das Gefängnis? Irgendwo auf dem Steg. Okay. Ja, keine Ahnung. Beschreib mal einen Ort mit lauter Stegen. Es gibt diverse Türme rund um uns. Welchen davon bist du am nähersten? Hier sind überall Türme. Also, der eine Turm ist der höchste. Dann gibt es einen Turm mit zwei eingeschlagenen großen Fenstern. Dann gibt es einen mit einem roten X drauf. Hier brauchen wir zum Beispiel zwei Zugangskarten. Ich habe ein Kabel gefunden. Ich habe zwei Kabel gefunden. Okay. Bin hier aufs Dach geklettert. Braucht man für die Dann ist hier eine Tür von der anderen Seite verschlossen. Okay, ich weiß, wo du bist. Du bist bei dem Turm hinterm höchsten Turm, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen schwer, sich hier zu orientieren. Vor allem, weil man seine Mitspielernamen nicht weit sieht. Ei. So, soll ich den Moment Wir kommen noch grad. Warten oder soll ich direkt anschließen? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo Xavi gerade lang läuft. Lauft ihr zur Pumpe? Warte, das war die andere Richtung, ja. Wenn ich es richtig im Kopf Okay, ich hab's jetzt verbunden und dann gucken wir mal. Dammit. Ich glaube, ich laufe jetzt zur Pumpe. Ja, hat Strom. Das siehst du von der anderen Seite aus? Ach so, weil da Strom fließt. Ah. Man sieht Strom fließen. So, macht die Pumpe jetzt auch was? Tatsache, sie pumpt. Warte, ich brauche mir einen Superhelm. Hier wird auch gepumpt. Und es ist oben. Kohlendioxidkanister. Gepumpt. Achso, du bist schon am Ziel. Ja. Wo war das Aber Ziel ich habe ihn noch nicht aufgenommen. Wo war das Ziel nochmal? Da hinten. Da gibt es jetzt einen Kanister. Okay. Ladies first. Ja dann. Yay! CO2! Yay! Und jetzt? Hat jemand eine Idee, wo wir den brauchen? Ich laufe mal Xavi nach. Xavi hat immer einen Plan.
Ah, Hinweis. Eine Schaufel. My house, water tank, water pump. Wait a second, das hätte ich die ganze Zeit schon gebraucht, die Übersicht. Ich bin mal so... Okay. Super secret. I have my own raft and it's hooked up to actual wind turbines. If I had even more power, just imagine all the experiments I could run. But now that lunatic Olaf appeared, his cages are already unloaded and now he's promising to help everyone with his army. Last I saw him, Olaf Wilkstrom ruined Caravan Town. I will never forgive him. I hope Han and Ruben listen to me. He's not to be trusted. Just in case, I've decided to up the security on my raft. This map should allow only the smartest of people to enter. Like me. Harpune und Kohlendioxidkanister. Okay, ein Stück haben wir. Harpune? Konnten wir sowas nicht craften? Nicht, dass ich wüsste. Wir brauchen übrigens drei Codes und ich glaube, die Harpune liegt nämlich in dem Ding drin. Ja, das mit den drei Codes, die Dettos Codes heißen, das habe ich gerade noch gelesen. Und ich glaube, dass sie auch irgendwas mit den Wasserpumpen zu tun haben, weil es sind zwei Wassertanks. Und da sind auch drei Punkte eingeteilt. Da die drei roten Kreise, ich glaube, das sind die. Okay, also ich gehe zu dem rechts oben. Und schaue mich da mal um. Okay, und ich gucke dann in der Mitte. Das heißt von hier aus am Steg irgendwo. Weil das sind nämlich wahrscheinlich diese Buddelhaufen ja, da. Deswegen kann man buddeln. Achso, deswegen war die Schaufel da, das ergibt voll Sinn. Ja. Braucht noch jemand eine Schaufel? Ich hätte auch noch eine. Ich habe einen Teilcode. Also ja, es war wirklich zum Ausschaufeln. Ich höre nicht mal auf zu schaufeln. Hilfe. Ich hätte noch eine Schaufel, wenn jemand braucht. Ich brauche noch eine. Ich habe eine, warte, ich drop's dir. Wo bist du? Schau mal. Okay. Bitteschön. Warte mal, dann nehme ich zur Sicherheit noch die Schaufel von hier mit. Nur so für den Fall, weil meine ist. Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Oh. Die hat auch schon jemand. Okay. Brauchst du Hilfe? Du hast gesagt, rechts oben. Den einen haben wir doch schon. Ich brauche nur noch einen. Ach so. Na cool. Ich hab ja den einen Tag schon gebuddelt gehabt. Ah. Welchen brauchen wir denn noch? Keine Ahnung. Also wir haben den mittleren. Wir haben ziemlich sicher auch den oben rechts. Dann fehlt der untere. Auch der untere. Der müsste dann unter uns links sein. Bei dem Haus da in der Nähe. Warte ich schon nochmal genau. Von uns aus gesehen hinten rechts am Haus. Ach so, es gibt. Oh Gott, es gibt mehrere Häuser. Bin jetzt instinktiv zu einem anderen Haus gegangen. Aber hier gibt es kein unten rechts. Okay. Jetzt wird das sein, oder? Da ist nichts zum Buddeln. Nicht mehr. Ich guck nochmal auf den Plan. Nee, das gibt's doch nicht. So Not buddeln wir einfach alles weg. Meine Schaufel ist kaputt. Der Plan ist gemein. Okay. In der Nähe von der Wasserpumpe. Aber zwischen Haus und Wasserpumpe gibt's halt nichts mehr zum Buddeln. So. Vielleicht ein Screenshot auf einem anderen Bildschirm legen, dann kriegen wir das schon hin. Die Wasserpumpe ist am anderen Ende, ne?
Das ist aber schon das Haus. Vor allem, du hast den Plan auch in deinem Buch. Das ist nützlich, ja. Warte mal, das ist die Pumpe. Das muss das Haus sein, ja? Das ist auch das Haus, weil wenn du auf die Karte guckst, du hast nämlich hier den langen Steg gegenüber von der Pumpe. Okay, was ist, wenn wir diesen Code schon haben und den anderen noch nicht von oben? Hab ihn. Oben. Mein Fehler, der war hier oben drauf, hab's nicht gesehen. Alles klar. Hat sich erledigt. Rakete! Großer Rucksack. Bauplan. Geil. Und eine Harpune. Eine Harpune? Oh. Ein Traumfänger. Böhm. Ich habe mich durch die Kisten gebackt. Wohin? Ins Eck. Nach oben. Leider nicht nach oben. Achso, ja, wegen dem Harpune müssen wir nach oben, ja. Okay. Ready. Ja, Volltreffer, würde ich sagen. Ja, oh, easy. Gut. Schön, dass da jemand mit dem X dran gemalt hat. Wie ging das? Mit E? Ja. Ja, ich bin abgesprungen. Das war dumm. Kann ich nicht empfehlen. Ah, Tobi, nein! Na dann warten wir da halt kurz auf dich. Überall diese Traumfinger. Wenn man random aus Versehen Tasten drückt, weil man dicke Finger hat. Passiert. Also, Lift hier ist kaputt, Tür ist auch eher so nix. Da wo Xavi ist, geht's wohl weiter. Dupi-dupi-dupi-dum. Ah, die Zugangsschlüssel. Die wir natürlich finden werden. Noch. Oh, hier ist eine Münze. Ah. Haben wir einen Hinweis auf die Schlüssel? Hab ihn. Okay. Hinweis vom Gefängnis. From the people of Utopia. Zeig doch bitte nochmal, wo das Gefängnis ist. Du bist da lang? When he arrived here, we took his word and good faith. He exploited us at every turn. Ach, das ist das Gefängnis. Ah, danke. The centers are locked up, which is everyone by my count. To anyone reading this, Olaf should be up in the marketplace. Beware of his rabid beasts. Please take the master key from him. Set us free. Set Utopia free. Set us free. Das klingt ja nach einer Menge Ratten. Ach, die Ratten sollen wir freilassen? Nee, eben nicht. Die Ratten wollen wir loswerden. Wenn ich das richtig verstehe. Essen ist eine gute Idee. So, die 12 sagt ihr, ja, okay. Wo geht's hin? Nach oben. Ah. Benutzen. Ups. Was hast du getan?
Ich habe einen Hinweis gefunden. Oder ein Fass, wo nichts dran ist. Du hast einen Pass gefunden. Okay. Benötigt ein Zahnrad. Also ein Flaschenzug, okay. Ein Fasszug. Oh boy. Wow. Nein! Oh. Hm. Ich lieb's. Das macht Spaß. Ich lieb's wieder. Leben verlieren, weil ich auf dem Seil lande. Wow. Oh. Dammit. Man kann da durchfallen. Okay. Wo kann man durchfallen? Zwischen Boden und Boden. Ah. Ja dann. Hm. Nun. Oh. Schön euch dazu zu gucken, das hat eine Barrikade, ne? Barrikade? Ja, das hat so eine Wall, was mit um sich fährt. Ja, sieht so aus, ja. Ich schaff das. Oh, ja. Früher oder später schaffe ich das. Lauter geschickte Leute hier. Hi. Ah. Ha! Nein! Da oben brauchen wir übrigens einen Hammer. Alles Hammer, klar. Okay. Immer das Werkzeug, was wir nicht craften können. Jetzt aber! Nein. Okay. Oh, nein. Oh. Dammit, ich bin nicht weit genug gesprungen. Wie kann das denn passieren? Kann ich mich ducken? Ja. Oh. Lags sind hier übrigens unpraktisch, just saying. Okay, unter dem kann man sich einfach durchducken. Und das ist doppelt gemeint, das hat eins oben. Oh Mann. Oh fuck. Oh. Geil. Genau mein Shit. Jump'n'Run in Raft. Spring! Au, au, au. Wo muss ich denn weiter? Mann! Ah! Hier? Nee. Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn weiter? Das eine ist mein Untergang. Jedes Mal bei dem. Jedes. Verdammte Mal. Da hoch? Oh. Nein, nein, nicht da unten durch. Nein, nein, nein. Okay, ruhig. Kriegen das hin. Xavi, wo bist du weitergekommen? Xavi ist nicht weiter. Doch, ich war weiter. Okay, aber wie kommt man da rauf? Komm schon. Nein! Doch! Ha! Und jetzt? Ich glaube, ich bin falsch. Da war ich auch gerade, habe mich gefragt, wo man weiterkommt. Unten durch. Durchkrabbeln und dann gibt's noch mehr. Ja, und da drüben war ich schon. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, wenn's nicht so laggen würde, ne? Oh, ist das ätzend. Ist auch ohne Lex ätzend. In dem Moment, wo es nicht laggt, ist es okay. Ich
scheinst aber nur du die Probleme zu haben. Ja, 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 das ist mein Rechner. Tobis alte Kiste. Nein! Der Moment, wenn man dann merkt, okay, jetzt ist gerade ein Lag, und dann merkt, okay, ich stehe jetzt im Netz. Ja. Ja. Uff. Es hätte ja nicht gereicht. Jetzt bin ich einfach nur dumm. Wenn sie ein paar von den Dingern eingebaut hätten. Nein, es müssten 500 sein. Wenn die nicht so eine scheiß Hitrange haben, diese scheiß Flügel. Ja, ist echt. Vor allem, der packt dich immer und wirft dich runter. Du kannst nichts dagegen machen. Wenn der wenigstens nicht schubsen würde, sondern einfach nur schieben. Genau. Dass du noch in der Chance hast, runterzuspringen oder so. Und manchmal bleibe ich geduckt, obwohl ich. Ja, okay. Was auch immer das jetzt war. So, wo muss ich mich jetzt rein? Wo? Ah, unten durch, gerade. Oh, ich hätte nicht zu dir schauen sollen. Ich hätte nicht zu dir schauen sollen. Hm. Nein. Okay. Oh. Ich glaube, ich bin drüben. Rage Mode. Hier ist ein Handgriff. Sieht ein bisschen aus wie eine Flasche zu füllen. Soll ich den benutzen? Vielleicht hilft er euch. Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach. Ne, ich krieg nur wieder ein Pass. Oh, und eine Plattform. Benötigt Zahnrad. Ah, so schubst man das Zahnrad hin und her. Ich hasse dieses Ding. Oh, nee. Foto? Du bist doch jetzt gerade aufs andere Netz runtergefallen, ne? Mhm. Geh mal zum Anfang und versuch dich auf diese Plattform zu stellen beim Flaschenzug. Vielleicht können wir damit ein bisschen schummeln. Benötigt Zahnrad. Welche genau Plattform die, meinst du die? Die das Zahnrad benötigt. Kannst du dich da draufstellen? Nicht wirklich. Oder? Ich. Ne, auf! Tobi? Das war keine war gute Idee. Ich bin jetzt unter dem Netz. Scheiße. Kommst du da wieder hoch? Nö. Okay, ich warte hier. Ja, kannst jetzt lang warten. Das ist okay. Ich meine, wir haben... Oh, fuck! Also, okay, ich lebe. Was ist passiert? Ich bin von Dach zu Dach, wie in Assassin's Creed. Toto? Ja? Ich spiele heute Raft. Oh. Sag mal... Und wo nach wo gingen nochmal diese Seilzüge? Ich glaube, du musst ins Gebäude rein, oder nicht? Nee, du brauchst die Seilzüge nicht dafür. Du kannst unten am Steg entlang laufen, vom Gefängnis aus. Echt? Ich habe gerade einen Lift gerufen. War das ein Fehler? Glaub nicht. Ich habe übrigens den Hammer gefunden. Geilo. Und ich habe gefunden, wo das Zahnrad benötigt wird, nämlich für den Lift. Soll ich den Hammer nehmen? Dann müsst ihr vielleicht nicht herkommen. Oder so. Nimm den Hammer, dann kann ich die Tür aufmachen. Hab Hammer genommen. Danke. Mach auf. Kann ich zumindest irgendwas leisten.
Oh, fuck my life. Soll ich jetzt zurückkommen? Du willst hier nicht her. Der Dude, der aussieht wie Bill aus Left 4 Dead, hat hier eine Arena. Und ich sehe Zahnräder. Also, nee, im Ernst, soll ich jetzt zurückkommen, oder? Ja. Ich denke, hier geht's weiter, ja, der hat irgendwas gelabert, ich habe nicht zugehört. Oh! Xavi! Ja, gut. Xavi ist am Looten. Ist mein Chat schon wieder resettet? Er läuft wieder hier. Wo waren das? Ach hier, richtig. Genau. Gut. Komme ich da unfallfrei runter? Halbwegs. Ich nehme also ein Zahnrad, ja? Oh, das muss man. Oh. Oh mein Gott. Au! Okay, ich muss mal was trinken. Was? Hä? Also, ich kann nicht springen mit dem Zahnrad. Oh. Nee. Aber du kannst es da ablegen. Wo? Auf dem Boden. Könnt ihr das Ding da unten mal wegmachen, bitte? Das Ding da unten? Die das Kiste? Mit der 3. Wegmachen. Ja, kann ich. Jetzt schwebt das Zahnrad. Dann nimm mal die 1. Auf der Plattform, die runtergekommen ist. Ich bin oben. Ich bin mit der Plattform hochgefahren. Achso, da. Ja, kann ich hinhüpfen. Aber Toto steht ja noch unten. Unten ist nix. So, warte. Ich bin... Ah, dammit. Okay. Warte, ich schmeiß eine Kiste runter. Ja. Nee, alles gut, hier sind Kisten. Müssen wir jetzt alle hoch? Schon, oder? Ach. Boah, wenn ich den nicht lecken würde, das wäre sehr angenehm. Wie? Ja, ich bin wieder an einem Ort, der nicht existiert. Ja, da war ich auch gerade. Nee, warte, wo bist du denn? Ja. Ich bin sehr schlank. So, 1. Kann ich nicht wegnehmen. Boah, ich hasse das Jumping in dem Game. Was mach ich jetzt? Und jetzt? Die 3? Ah, warte mal. Nehm das Ding nochmal von der Plattform runter. Warte, dann geh nochmal auf die Mitte. Dann geh nochmal auf die mit der 1. Kann ich nicht drauf gehen. Auf die mit der 1 kann man nicht drauf gehen. Ich seh nicht mal, dass das die 1 ist. Wie bin ich denn vorher auf die dämliche. Ach so, okay. Okay, warte, ich nehme die 1. Benötige ein Zahnrad. Aber wie kriege ich denn hier jetzt ein Zahnrad her? Ich kann auf die obere Plattform ein Zahnrad packen, wenn Xavi die runterschickt. Ja, mach mal. Ja, aber vorher ist das Zahnrad geschwebt. Ach nee, das ist so richtig, dann kann ich das. Warte, aber vielleicht kann ich es in der Hand halten, wenn Xavi mich hochfährt. Probiert es. Ja, aber das muss doch auf die andere Seite, oder nicht? Naja. Schon möglich. Das ist aber dann auf das die andere Seite, Problem. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Warte, ich vielleicht kann ich. Eins höher. Vielleicht kann ich. Jetzt habe ich das Ding wieder runter. Ich guck mal kurz, was unter über mir ist, meine ich. Ah, da braucht man auch ein Zahnrad. Kann man klettern? Also kann man eine Leiter benutzen mit dem Zahnrad? Ich vermute mal nein. Oh, wo hast du es jetzt? Ich hab's hochgetragen. Wie, das geht? Ja. Hä? Mal. Okay, kannst du umständlich, aber die Dinge... Ah, da bist du schon. Perfekt. Okay, warte. Zahnrad einsetzen. Ach, damit es schwerer wird.
Okay. Und jetzt? Brauchen wir da noch eins? Ich denke nicht. Hier nicht. Aber oben brauchen wir eins. Das ist so ein Hebel. Auf meiner Seite. Warte mal, warum ist denn da so ein Haufen Zahnräder? Ja, ich schon. Warte mal. Nein! Ich wollte doch ein Zahnrad mitnehmen. Okay, das Spiel hasst mich. Wie bist du mit dem Zahnrad hochgekommen, Tobi? Ich verstehe. Tobi? Ja. Wie kommt man mit dem Zahnrad hoch? Ich habe mir so ein Zahnrad genommen. Habe es hier draufgelegt. Bin hier hochgehüpft. Warte, du. Ach so, Schritt für Schritt. Hab es genommen, hab es darüber okay, gelegt, ja, darüber gehüpft. Klassiker. Oh, fucking Kisten, ey. Und dann hatte ich hier ein Zahnrad. Krass. Machen wir jetzt? Ich nehme auch noch ein Zahnrad. Machen wir unten das Ding weg? Ja, mache ich. Oh ne. Nochmal. Also, Entschuldigung, war gerade auf der 2. Nochmal wegmachen, sagst du? Ja. Ich kann auch noch eine 1 draufstellen, wenn das hilft. Eine 1? Ja. Ich kann eine 1 oder eine 3 draufstellen. Mach mal eine 1. Mach mal die 3 weg. Die 3 weg. Kurzen Augenblick. So, 3 weg. Jo, danke. Okay, warte. Ich brauche das noch ein bisschen höher. Wenn ich jetzt die 1 runterschmeiße, wie hoch geht das dann? Hä, wie? Ich brauch's eine Ebene über mir. Du kannst die 1 nicht runterschmeißen, Toto. Schau mal, ich brauch's hier. Da brauchst du's? Ja. Ja, okay. Hä, aber da kannst du da nicht mit dem Zahnrad hoch? Nö, hab's probiert. So. Ja. Perfekt, danke. Geilo. Irgendwas tut sich. Eine Brücke bei mir. Das heißt, wir müssen jetzt rüber zu dir? Ich denke ja. Cool, ich konnte rüber. Wenn ich jetzt das Zahnrad nehme. Okay, ich nehme das Zahnrad mal mit, nur so für den Fall, ne? Das ist noch so ein Rätsel. Er ist invincible. Ich habe mit meinem Pfeil voll durch ihn durchgeschossen. Ach, da ist er. Ah. Ich habe jetzt spaßeshalber mal mit dem Pfeil geschossen. Der ging voll durch ihn durch. Savi hat schon mal die Leiter aktiviert. Und Zahnräder gefunden. Sehr gut. Es gibt hier eine kleine 1 und eine riesige 5. Da ist die 2 und Zahnräder. Ach du. Okay. 1, B, 2, 3. Holy shit, warum? Also wir haben hier auch eine 5 und eine 6. Aha. Oben, ganz oben. Soll ich mal die 6 raufschmeißen, damit wir ganz runterkommen? Oh, ich, wie ist euer Status, was Essen und Trinken betrifft? Ich hab noch ein bisschen Trinken auf Tasche. Ich glaube, 2 Schlücke hab ich noch. Ja, also ich habe jetzt gerade meinen vorletzten Schluck genommen. Okay. Und bin jetzt auf halb. Und ich habe noch 3 Essen. Ja, Essen habe ich auch nicht mehr so viel. Mach mal die 6 weg. Die Füße durchklippen. Hallo. So, komme ich da hoch? Ja. Wo müssen denn die Zahnräder hin? Ich guck mal auf meiner Seite. Da, wo Toto gerade ist. Da, wo Toto gerade ist. Gut, dann. Wo komme ich denn hin, wenn ich so mache? Naja. Das heißt, ich könnte jetzt. Also hier, warte, geht's weiter. Ich guck mal, was da ist. Ich kenne das noch nicht. Hier. So. Ja, ein Zahnrad brauche ich hier.
Ah, nee. Dann so. Hallo. Warum? Einfach so. Oh. Okay. Heute Hirntraining in Raft. Warte, wenn ich schnell genug bin, kann ich es dann runternehmen, während es hochfährt? Nein, das war nichts. Nochmal. Ach, ich kann nicht so schnell eh spammen. So, und jetzt? Ich kann es nicht nehmen, wenn es nicht... Ja, bitteschön. I got it. Ja, ich habe es auch da angehalten lassen, zusammen mit Xavi. Geil. Weil wir nämlich krass sind. Ja. Das ist ein gutes Team mittlerweile. Und ich habe eine neue Treppe. Oh nein. Was ist los? Windräder. Was kann deine Treppe? Sie kann Windrad. Ja, das war da, wo wir gestartet haben. Oh, wir sind wieder da. Warum? Oh, und ich ahne, warum. Nein. Doch, doch. Nein. Du erinnerst dich an den Fahrstuhl, benötigt Zahnrad? Ach so, okay. Ja, das Problem ist, der endet da, wo die Nein. Windräder auf der anderen Seite, also. Nein, tu dann nicht, nein. Ja. Nein! Ich geh da mal hin. Nicht im Ernst, oder? Warum leckst du denn jetzt? Cool. Also das Rätsel, was ich noch nicht lösen konnte, muss ich jetzt nochmal machen. Geil. Ich bleib immer da hängen. Okay. Oh Gott. Bei dem scheitere ich immer. Ich muss da hin. Ah! Du Drecksding! Okay, mit Rage Mode geht's. Ah. Bin drüben. Oh, nö, es war so knapp. Wartest du kurz auf uns, bevor du das Zahnrad einsetzt? Ich glaube, das kurz könnte lang werden. Nein, das wird ganz kurz. Oh. Oh, fuck, ich bin nicht. Warum ist er denn nicht gesprungen? Nein. Das hat doch vorhin geklappt. Ich muss eh hier rüber, ich ist nämlich ein Fahrstuhl. Ja, ich weiß, wir müssen dahin, Toto. Nein! Ich brauche morgen eine neue Leertaste. Ach, verflucht. Na! Oh, das gibt's nicht. Das war knapp, wenn du es in die Ecke geschafft hättest, hättest du einfach schnaufen können. Ach so, Entschuldigung. Oh, jetzt laufe ich schon falsch, weil er da verwirrt hat. Hahaha.
Es geht sich immer so um einen Zentimeter den Haus. Na, wie du schon sagtest, dieses Schubsen von den Dingern ist echt ätzend. Ja. Oh. Ja, geil. Das Witzige ist, wenn man hinter denen herläuft und gegen sie läuft, dann passiert halt nichts, ne? Also nicht gegen sie laufe? Ja, von hinten quasi. Oh. Habe ich bei einem späteren mal ausprobiert. Oh, come on. Oh, ja, ich bin jetzt komplett durchgefallen. Boah, ey, ich mag nicht mehr. Wo steht ihr gerade? Was gibt's dort? Könnt ihr ohne mich weitermachen? Naja, also hier gibt's einen Fahrstuhl, in dem man ein Zahnrad einsetzen soll, das wir hier rüber geschafft haben mit diesem komischen Seilzug. Ja. Mach und wenn wir mal jetzt weitermachen, dann kommen wir vielleicht ohne dich ich weiter, keine Ahnung. Aber du bleibst dann vielleicht zurück, das wäre doof. Oh. Ja, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass die Story weitergeht, wenn wir weiter hochfahren. Ich habe gerade echt einen Hass auf das Ding. Verstehe ich. Wo war jetzt der Kackeingang? War das der? Nö. Dammit. Wie alles gleich aussieht. Ich bin hier durchgefallen. Das heißt, ich muss dort lang. Oder so. Nochmal ums Eck. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Okay, also ich bin jetzt ins Netz gehüpft und gucke runter in der Hoffnung, dich zu sehen. Bin jetzt wieder unterm Netz. Unterm Netz. Komm auf. Ich bin beim falschen Gebäude. Zu welchem muss ich denn überhaupt? Welches ist denn jetzt das mit dem Lift, das da gegenüber, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, wo du bist. Ja, ich mir auch nicht. Wenn nicht alles gleich. Du bist richtig. Das ist das Gebäude. Danke. Ja, da ist der blöde Lift. Sabi, was hast du gesagt? Sie ist AFK. Achso. Tobi, wie schafft man das, ohne einen Rage-Mod zu kriegen? Mit viel Geduld. Ich habe gerade meinen letzten Schluck Wasser getrunken. Warte mal. Wenn ich hier bin, baue mir einen Hut. Oh, ja. Viel Geduld. Wenn ich hier bin, muss ich da auch nochmal durch? Oder kann ich da rauf? Nee, du musst, fürchte ich, hier über das unten rum. Das fängt so wieder cool an. Den finde ich mit am ätzendsten tatsächlich. Der ist relativ schnell, ja. Warum hier, kann ich mich noch da nicht mitschicken eigentlich? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Weil das so ein blödes Gerüst hat. Benötigt Zahnrad. Ach, fuck. Oh, das ist geleckt. Warte mal, bist du jetzt Tobi? Ja. Was tust du? Oh nein, ich bin runtergefallen. Ja, ich hab's. Tust mir nicht nach. Ich hab's nicht vor. Es laggt. Ich gehe da immer zu weit vor bei dem einen und dann komme ich da nicht rüber. Oh. Du musst so. Es laggt die Scheiße schon wieder so hart. Du musst so. Keine Ahnung, wie ich nicht runtergefallen bin. Dass du. So, bei dem kann man ja einfach geduckt bleiben. Ja, du darfst nicht zu weit geduckt bleiben, springen, geduckt, dabei einfach ducken gedrückt halten, das passt.
So, dann wartet man, bis der einmal rüber ist, dann hüpft man da rüber. Ja, nö. Soweit so klar. Fuck it. Den finde ich ja einfach. Da ist halt wirklich nur Geduld und geduckt bleiben. Da bleibst du jetzt einfach geduckt, einfach durchgehend geduckt bleiben, bis der einmal an dir vorbei ist und dann hast du es ja schon. Nein. So, und der hier ist halt. Und du musst halt so aufpassen, wenn du runterfällst, dass du nicht springst oder irgendwie zurückgehst oder so, sonst bist du ganz unten. Das ist mir jetzt zweimal passiert. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, oder zu bald aus der Ducke rausgehst. Warum bist du da aus der Ducke rausgegangen? Zum Springen. Bleib da drin, du kannst springen, während du geduckt bist. Kann ich einen guten Duckjump machen, echt? Also, du springst dann nicht höher oder so, aber du bleibst halt einfach geduckt, das ist okay. Ich hab das die ganze Zeit... Er trägt mich trotzdem raus. Hä? Ja, diesmal bist du doof gesprungen. Okay. Das Timing hat nicht gut bestimmt. Ich sehe ja nix. Achso, guck nach oben. Hä? Ich bin doch ein Hund, ich kann nicht nach oben sehen. Boah, ich hasse das Ding. Halt ungünstiges Timing. Ich hasse das Ding, es läuft mich immer runter. So. Hilft dir das? Nicht wirklich. Aber danke. Dann halt nicht. Nein, nein, ich hab's weggeschmissen. Das ist nicht gut. Oh nö, Tobi. Ich kann das Ding nicht liegen lassen, das geht nicht. Ah, jetzt hab ich mein... Ich bleib immer hier hängen irgendwo. Ich kann da keinen Duckjump machen. So. Ich hab das immer mit einem normalen Jump gemacht. Also. Nee, pass auf. Und dann sofort wieder ducken nachher. Danke jetzt. Pass auf, Toto, guck mich mal an. Ich bin direkt hinter dir. Oh. Ja, ich muss eh nochmal. Alles klar, ich warte hier auf dich. Also, meiner Meinung nach ist ein Duckjump kürzer als ein normaler Jump. Also, ich bin jetzt geduckt, ne? Ja. So, jetzt ist das Ding über mich drüber und ich laufe vorwärts und drücke springen, während ich ducken gedrückt halte. Wenn ich an dem Ding so nah stehe wie du, bleib ich immer an dem Ding selber hängen. Dann spring jetzt noch nicht. Toto, stell dich mir hierher. Ne, da kommt man dann zu hoch und wird wieder runtergeschubst. Nein. So, jetzt. Hier hast du mehr Zeit, weißt du? Bevor der Flügel dich erwischt. Da kann man stehen? Ja, aber nur hier. Ah, das wusste ich nicht. Ich hab's bis in die Ecke geschafft. Gut, 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 gut. Okay. Zu bald springen. Passt. Ach, come on. Soll ich dir meine weirde Taktik verraten? Rage quit und cheaten? Nein. Entschuldige, dass ich lache, aber das sah gerade witzig aus, weil du einfach direkt vor mir runtergefallen bist. Quasi das Licht, das dann im Abgrund versinkt. Das ist das 50. Mal, was soll's? Ja. Wieder da. Hippie. Ja, hast noch Zeit. Also wenn du gerade nicht verhungerst oder verdurstest. Ja, das ist das nächste Problem. Ich nehme jetzt meinen letzten Schluck. Oh, richtig. Ich habe bald keinen Durst, kein Getränk mehr, kein Wasser. Ich habe jetzt keins mehr. So, ich bin wieder hier. Was war? Hä? Ich glaube, du wurdest von einem Flügel geschubst beim Sprung. Zweimal? Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ich hab dich nur an mir vorbeifliegen sehen. Ja, ich hab mich auch fliegen sehen. Zweimal in zwei Richtungen. Hä? Was ist denn das für ein Mist hier? Wenn ich dran denke, sehe ich mir das nachher noch in einer Aufnahme an. Keine Ahnung, es war wild.
Du kannst doch hier auch kurz stehen, oder? Wenn ich dann nicht aus dem Duck rausgehe, passiert immer das. Achso, ja, nee, wenn du springst zu kurz, wenn du nicht aus dem Duck rausgehst. Für den Sprung musst du tatsächlich raus, ja. Ja. Nur für die Hürde, da brauchst du nicht rausgehen. Boah. Ah, gut. Ah. Jetzt wird's dann lächerlich. Ja. Wie oft habe ich den vorher geschafft und jetzt nimmer, hä? Weiß ich, oh, ja, weiß ich nicht, wollte ich sagen, dann bin ich selber runtergehüpft. Ja. Mag nicht mehr. Auch du magst noch. Nimm vielleicht mal den Speer aus der Hand. Bringt das was? Wahrscheinlich nicht. Höchstens mental. Was soll ich denn die Hand könnte nehmen? Ja schon helfen. Stört der Speer mein Gleichgewicht? Ich kann es gleich nicht mehr schaffen, weil ich gleich kein Wasser mehr habe. Also, ich habe gleich Durst. Ich bleib dann immer irgendwo. Nein! Ich hasse es! Na, da hättest du jetzt ducken müssen. Ich hab mich geduckt. Es war zu spät oder beziehungsweise hat mich trotzdem erwischt. So, ich werde mal zurück zum Floß humpeln. Ja, wir und sollten, Wasser holen. Wir sollten alle tanken gehen langsam. Das ist. Weil ab jetzt bin ich nur noch sehr langsam unterwegs. Oh. Okay, ist egal. Ich gehe mit dir, weil. Lang habe ich auch nicht mehr Wasser. Oh, ich hab's geschafft. Ich lebe, ich bin ins Wasser gefallen. Ja, Xavi, willst du mal probieren, da oben weiterzukommen? Kann ich machen. Aber ich denke, dass es halt weiter höher geht. Ja, ich denke leider auch. Ich fürchte auch. Aber Nachkommen scheint ja nie ein Problem zu sein, wenn ich es jemals hier rausschaffe. Wo ist denn das Raft überhaupt? Weit weg, also, Toto. Soll ich hochfahren? Ja, probier's mal, weil wenn wir jetzt erst zurück müssen. Ich bin mal gespannt, ob ich es überhaupt bis zum Raft schaffe. Weil sonst musst du ja auch irgendwann zurück, Xavi. Ich hab noch eine Suppe in der Tasche. Eine Suppe hilft nur gegen Hunger, nicht gegen Durst. So, ich bin wieder unten, oder? Ja, hier ist Toto. Hi. Komm nicht rauf. Bloß müsste, wenn ich mich nicht irre, da hinten sein. Da ist jetzt. Ja, ich hab die Tür jetzt aufgemacht, wo es zurückgeht. Es waren doch nur 137 Versuche, da geht noch was. Hast du mitgezählt? Habt ihr gehört? Du hast eine Tür aufgemacht, die zurückgeht. Zurück zu. Wo wir herkommen? Das ist auf jeden Fall jetzt das Zahnrad. Da oben sind wir vorhin rausgekommen. Ach. Tobi, der Chat zählt mit. Ich hab Angst. Das ist nicht gut. Sind jetzt die ganzen Zahnräder wieder. Ah, da oben ist eine Leiter. Oh. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Pein gespielt habe und 2,5 Stunden für ein Drecksrätsel gebraucht habe. Okay, Wasser ist leer. Füllt eine Flasche das komplett? Ja. Oh, nice. Sag mal, kann es sein, dass wir für zwei Durstige zu wenig Wasser produzieren? Ja. Wow. Das ist lame. Wir brauchen länger, Xavi. Egal, ich baue schon mal einen Weg zur Treppe. Ja, voll gut. Okay, Gemüsesuppe, ich nehme da jetzt zwei, die sind für Essen, ne? Ein Eimer voll Milch, kann man den trinken? Was kann man denn trinken?
Haben wir irgendwelche Getränke? Keine fertigen. Ich koch mal Hai. Ja, Toto, dann kann man nur Wasser trinken. Nein, wir könnten... meine Kisten verschwinden. Okay. Wir könnten irgendeinen Milkshake machen. Mango-Nana braucht zwei... Achso, wir haben keine Bananen, vergiss es. Toto, hier wäre noch ein Dings Wasser. Einfaches Smoothie, schau mal. Eine Mango, eine Ananas, zwei Kokosnüsse, das haben wir doch, oder? Eine Mango... Eine Ananas, zwei Kokosnüsse. Müssen eine wir haben. Ananas und zwei Kokosnüsse. Kriegen wir da zwei zusammen? Ja. Geilo. Das heißt, wir nehmen vier Kokosnüsse, wir nehmen zwei Ananas und zwei Mango. Korrekt. Jetzt habe ich drei Steine hier. So, dann machen wir mal so. Können wir es so. Und dann machen wir so. 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 Einfacher Fischeintopf, kennen wir den? Oh, ich habe ein neues Rezept für uns. Wir können Platz mal zum Anpinnen. Toto? Ja. Ach nee, alles gut. Wir haben ja Glas. Ich würde gerne das Rezept anpinnen, aber da ist kein Platz mehr. Wenn ich es hier anpinne, ist es nicht zum Lesen. An der Treppe geht's nicht. Ach komm, Spiel, muss ich jetzt echt Wände bauen? Okay, ich mach's hier hin. Es tut mir leid, Leute. Es ist jetzt hier. Schön. Wollte ich nicht. Ah, die Mats hätten wir dafür. Ja, wie, alles gut? Ja, ich hab den Typen getriggert, auszusehen. Den Bill? Was macht Bill? Ja. Ah, der bewirft mich mit Bomben! Was? Okay. Alter! Was zur Hölle? Es wird immer besser. Toto, wir sollten vielleicht nicht auf die Smoothies warten. Ja, du weißt, dass ich da nie hinkomme, wo Xavi ist. Die Tür ist auf, hab ich doch gerade schon mal gesagt. Sie hat doch schon einen Shortcut gemacht. Ja, ist das schon getestet? Ja. Okay. Probier den dann gerne aus. Toto? So, ja. Hier. Geil, danke. Ich hab. Ist der Hai fertig? Ja. Hast du was zu essen? Ich hab was zu essen. Okay. Ja, dann können wir los. Und ich habe jetzt auch noch mehr Wasser, dafür fülle ich den nicht mehr auf. Ja, scheiß drauf. Wenn wir mal am Raft ist. Alter, hör auf mich zu bewerfen! Kein Problem. Wie kommen wir jetzt am schnellsten zu Xavi? Ja, schnell geht nicht. Ich höre. Holy, das klingt. Bitte, wie schnell wirft der Bomben? Oh Mann. Hey, wo ist er? War das nicht hier lang? Die andere ja, Richtung, Tobi? Vielleicht. Ja, aber der weiß es nicht. Okay. Dann laufe ich jetzt hier rum, ein bisschen umwegmäßig unterwegs. Also der wirft immer drei oder vier Granaten, oder wie? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Tobi? Ja? Hier war es nicht. Genau. Da ist das Gefängnis. Vom Gefängnis aus müssen wir nach links, oder? Ja, es müsste dann das Gebäude sein, genau. Durch das wir den Jump'n'Run-Dings haben. Ja, und da ist eine Tür auf. Eine Tür ist auf im Gebäude? Rechte Seite. Gebäude, ja. Oben? Alter! Wir fahren mal rauf. Ich würde es ja gerne zeigen, aber der bewirft mich mit Bomben. Ja, alles gut. Wir fahren wir sind mal unterwegs, rauf. Wir sind unterwegs. Wir haben ja Zeit, du überlebe einfach. Leicht gesagt wahrscheinlich. So, die Tür ist closed. Die auch. Ich höre ihn. War das die Tür? Ich sehe Bomben.
Wo siehst du da was? Drüben explodiert's. Geschrei und Bomben. Nee, das, oder? Wir kommen zu Alter! Wir sind, ich glaube, wir sind da. Können wir einen Bogen ausrüsten hier? Muss man den töten? Ach du Scheiße, was ist denn das? Davi, wo bist du gerade? Da, wo er Bomben wirft. Wir müssen da nämlich hoch. Okay. Ich bin gerade schon am Bauen. Alles klar. Wie bist du da rüber gekommen, Tori? Ich bin hier zurückgelaufen. Fuck. Zurück. Okay, warte. Ah, hier. Blindheit, ja. So. Kann man ihn abschießen? Der duckt sich. Wow. Ich hab noch nix kapiert. Wir müssen dahin, wo er ist. Mann, wie lange dauert denn das? Er hat sich verpisst. Er regroupt sich mit sich selber? Ja. Dann will er rechargen. Okay, Baupläne. Und zwar elektrisches Seilrutschenwerkzeug. Nice, I guess. That's it. Eine E-Rutsche. Und Lagerschlüssel. Lagerschlüssel, Lager braucht man den irgendwo? Lager ist nicht Gefängnis, ne? Lass mal die Leiter hier hinten runter. Okay. Leiter? Ich kenne mich hier noch nicht wirklich aus. Da ist die Leiter. Oha, okay. Ich hab heute... ist das das Lager? Oi! Ahaha! Ja, lustig. Das sind keine Ratten. Das sind Hyänen. Das sind Hyänen. Oh, das habe ich schon drin. Okay, jo. Alles klar. Dann? Hyänen, die immer treffen. Schön. Lieb's. Hey. Drecksvieh. Oh. Respawnen die wieder? Getroffen. Oh, bei mir ruckelt's. Hä? Hallo? Nicht nur bei dir, keine Sorge. Ach, so. Eine habe ich aufgenommen. Ich hab. Oh, das sind ja wieder Bomben. Oh, es kommen mehr. Oh, nö. Au! Wir sind hier oben. Die hat mich runtergezogen. Kann man die in die Bomben locken? Ja! Aber es tut ihnen nichts. Hä? Oh, boy. Okay, wir müssen irgendwas mit den Kisten machen, oder? Ja, Xavi, ich baut schon was. Wo müssen wir hin, Xavi? Auf der anderen Seite. Blick, ey. Andere Seite. Die Hölle, was ist... Au! Okay. Bin da, hab Kiste. Danke, Tobi. Gerne. Ich hol noch eine. Boah, er ist so Hass einfach. Aua. Er ist wirklich aua. Lästig. Aua. Ah, verflucht, ich hat's fast. Wo ist denn jetzt die Kiste? Und verbaut. Okay, cool. Das geht sich genau noch nicht aus. Nein! Einmal 2 Sekunden Ruhe, Mann. Aua. Wir hatten jetzt Nein, wo ist denn die Kisten da weg?
Ah, oh, diese. Ja, ich bin fast tot. Haben wir Heilung? Nee. Ich bin am Sterben. Ja, ich bin am Arsch. Ich bin auch am Sterben, ist dich beruhigt. Nö, nee, beruhigt mich nicht. Aber wir sind eine Etage höher. Okay, ich versuche aufzukommen. Okay. Alter, ich. Kann ich mal kurz Leben regenerieren? Ja, ich muss auch gerade mal kurz stehen bleiben. Da sind nämlich noch mehr Hyänen, bevor wir die triggern vielleicht. Xavi? Xavi, wie steht's um dein Essen und Trinken? Hälfte. Wir sind Smoothie gut für Gesundheit? Schon, oder? Smoothie ist super für Trinken. Ich brauche Gesundheit vor allem. Wenn du Essen und Trinken hast, dann hast du auch Gesundheit. Dann regenerierst du auch Gesundheit. Mein Speer ist... Da ist er übrigens hingelaufen, wo du hinläufst, Xavi. Mein Speer ist fast kaputt. Da geht's sicherlich weiter. Jetzt haben wir ein neues Problem. Ich kann einen Holzspeer machen. Aber lohnt es sich nochmal runter zu gehen und Pfeile aus den Hyänen zu ziehen? Ah ja, das könntest du jetzt machen, ja, stimmt. Mach. Zur Not kann ich dir ein paar Pfeile geben. Steinpfeile. Ich nehme einfach allgemein die toten Hyänen mal mit, ne? Boah, schadet nicht. So, ich hab nichts mitbekommen. Xavi steht hier, okay, alles klar. Irgendwie ist das Licht aus. So, ich bin jetzt knapp unter halbes Leben, ist schon okay. Ja, ich hab dann 40%. Sieht eigentlich ganz nett aus. Da oben ist ein Loch im Dach. Wenn es jetzt noch einen Bossfight gibt, bin ich im Arsch. Wahrscheinlich. Der ist ja noch nicht tot. Wo liegt jetzt noch im Boden? Ich glaube nicht, da ist eine leuchtende Hyäne. Oh, fuck. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir Menschen töten in dem Spiel. Übrigens, guck mal. Gut, ja, es ist scheiße, dass Toto von unten ist. Wieso? Was ist oben? Na, wir... Das ist cool. Weil der lässt nämlich jetzt die Hyäne wahrscheinlich runter. Ja, dann, ne? Könnt ihr mir ja beim Sterben zusehen. Okay. Toto, wir kommen gleich nach, sobald der Alpha aus dem Weg ist. So. Die Hyäne macht irgendwas mit Säure. Und er hat Geschwister. Hat Geschwister? Oh, die Käfige drumherum. Ja. Der springt wie ein Eber. Ich hätte gehofft, man kann was mit dem Halsbändern tun, aber... Die Jumps sind crazy! Was zur Hölle? Warum? Wenn er so leuchtet, kann ich ihn nicht angreifen, ne? Da gehen meine Pfeile einfach stur an ihm vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay, ja. Ich sehe es. Aber ich kann dann einfach die Zeit nutzen und mal so eben Pfeile aus was ihm rausziehen. Der? Was ist Säure? Zieht der neue Säurebrocken raus? Dammit. Er ist echt sympathisch, ne? Man kann ja aber nichts machen mit den Fesseln oder so. Ich habe schon geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Geguckt hätte ich auch. Okay, einfach killen dann. Ja, ich halte mich mal kurz abseits, weil wenn ich einen Hit krieg, bin ich tot. Alles klar.
Ah, das ist ja ätzend jetzt hier. Wir hätten Heilung mitnehmen sollen. Ja, aber haben wir nicht, also. Ne, jetzt müssen wir da durch. Oh. Lass mich raten, der hat Säureresistenz. Glaube ich nicht. Nett. Okay, Pfeile sammeln. Ah, ey, ich hab so Ruckler, ich hab jetzt dich abgeschossen. Das ist okay, wollte ich sagen, aber ich kann mir den Pfeil nicht aus der Schulter ziehen. Was tut er? Warum kann mich jemand bitte. Was denn, Tobi? Warum beißt der mir in den Kopf? Mehrfach und ich kann mich nicht wehren. Er ist ein Igel. Ich schnall nie, wenn er verwundbar ist und wenn nicht. Jetzt nicht. Aber jetzt. Toto, ich habe hier noch einen Pfeil für dich. Ach, das ist ja lieb. In meiner Schulter. Nö, dass deine Schulter bei mir sehr weit weg von dir ist. Hab ihn, danke. Gerne, gerne. Jetzt ist er unverwundbar. Ja. Wir brauchen auch so Granaten. Bomben, nicht Granaten. Komm, Hansi. Los, tu es. Ich hasse Er ist wieder verwundbar. Ja. Ja, in dem Moment, wo es laggt. Keine Munition. Oh, fuck. Ich muss mal kurz an ihn ran. Entschuldigung, darf ich mal? Aua. Ich krieg keinen Pfeil raus. Doch, jetzt. Ja, ist jetzt wieder unverwundbar. Nö, ich hab keinen Pfeil bekommen. Hä? Ach, Dreck. Das geht nicht gut aus. Ah. Hallo, ich war gar nicht da. Ach, shit. Okay, ich habe zwei Pfeile. Oh, Mann. Der ist vielleicht nervig. Gibt's noch irgendwo Pfeile? In ihm. Die kriege ich nicht raus. Oh shit, ich bin so gut wie tot. Das ist ein Pfeil. Ich bin tot. Nein! Tobi! Na! Tobi! Soll ich aufgeben? Wahrscheinlich macht das keinen Sinn, oder? Oh, der kommt hier rein. Find er ein Bett. Shit. Ja, ich. Tobi! So. Wieder unverwundbar. Sag mal, füttert der den? Wird der geheilt, wenn der gefüttert wird? Keine Ahnung. Wer? Okay, dem sein Jump ist echt brutal. Ich hätte so gerne einen Lebensbalken. Au. Ja, ich bin tot. Oh, nö. Oh, er aber auch. Er auch? Ich glaube, er ist tot. Oh, sehr gut. Oh Gott. Tobi, schaffst du es hierher? Sicherlich. Sorry. Soll ich noch irgendwie Medizin oder so einen Quatsch suchen und mitnehmen? Alles, was wir haben. Pfeile, Medizin. Essen. Ich habe eine Medizin gefunden. Um was zu essen für Xavi? Jawohl. Hast du ein paar Pfeile für mich, Xavi? Dein Pfeile? Ja. Danke dir. Alter. Ich hab einen coolen, ich hab einen neuen Kopf. Der ist mega. Geh mal ins Licht hier. Bleib mal stehen. Nice. Screenshot. Okay, ich bin gespannt. Der ist echt cool. Der ist wie meiner, nur cooler. Warte, du hast den gleichen Kopf wie ich, glaube ich. Ich habe so einen Hyänenkopf. So, wir hatten noch irgendwo eine Leiter. Ja. Wo haben wir die denn runtergemacht? Hier ist da, das wo, da, wo man bei den Windrädern. Was sind denn die Windräder? Warte, oh, hier über mir sind die Windräder. Alter Falter. Das heißt, ich muss zu den Windrädern hoch, ne? Also,
Ich glaube, ich finde jetzt Mama Bär gar nicht mehr so schwer plötzlich. Aber er wird auch eine Menge Pfeile fressen, den haben wir ja noch nicht geplättet. Nö. An dem bin ich früher immer gestorben. Meine ganzen Tools sind quasi broken. Mein Bogen ist tot, Mein so gut wie, also Bogen ich habe wahrscheinlich noch ein oder zwei Schuss. ist auf 45%, aber mein Speer ist ziemlich kaputt. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein Holzspeer. Wir rollen dir einen Teppich aus, Tobi. Einen blutroten Teppich. Okay. Voller Hyänenblut. Es sollte auch nicht mehr lange dauern, bis ich da bin. Dun, dun, dun. David, du wolltest was zu essen? Übrigens, dein Kopf ist echt großartig. Ja. Wir sind jetzt das Rudel, das ist euch klar. Der sieht richtig geil aus. Noch höher. Lustig. Verdammtes Hyänenrudel. So, kann ich dem jetzt aufs Maul geben? Tut mir leid, aber. Oh, nein, nö, nö. Gut, ich war's. Der hängt da noch. Damn Und er it. lebt. Könnt schwören, ich habe ihn erwischt. Oh, ein Gefängnisschlüssel. Das ist ja doof. Das ist echt die jüngere Version von Bill. Kennt ihr Bill? Nicht persönlich. Left 4 Dead 1? Was Bauplan. ist es? Titanwerkzeuge. Wir brauchen mehr Titan. Will denn doch nur kurz ein bisschen streicheln. Man kann dann echt nicht killen, ne? Warte. Nee, mein Pfeil ist sauber durch ihn durchgegangen. Ja, lass mal hängen. Warte mal, hier unten ist noch ein Fahrstuhl, mit dem wir nicht gekommen sind. Yep. Dann nehmen wir den doch einmal nach unten. Ja, warte mal, erstmal umsehen. Hast du noch was gesehen? Nö, nö, aber ich guck noch, vielleicht. Na gut. Ne? Dann guck mal. Wenn du noch was findest, ist gut. Momentan Wow, die nicht. Kabel gehen einfach mal in die Wand rein. Aber habt ihr das Kabel? Familienporträt gesehen da oben? Alle gucken so besonders hübsch. Ja, Ja, hier das Kabel. Also. also Ja, gut, Anschlüsse, wer braucht die schon, ne? Ich meine. ah, der Bill wird schon richten, ne? Schon für Wir können Weihnachten. den doch jetzt nicht. Hä? Wir können den Wir doch jetzt nicht lassen. einfach so hängen lassen. Doch, doch, wir lassen ihn einfach hängen. Was würdest du mit ihm machen, Xavi? Wenn er Hunger hat, kann er sich eine Möwe fangen. Ich meine, ich wüsste schon was. Wir bauen einen Käfig, so einen Hyänenkäfig und schleifen ihn hinten am Raft mit, also im Wasser. Ach, das ist die Tür jetzt. Sehr gut. Ah Wir haben ja. jetzt einen Gefängnisschlüssel, ne? Dann wissen wir, wohin müssen. Das heißt, wir können direkt hier aufmachen. Ach, nicht übertrieben viel Kette oder so, ne? Oh. Oh. When the ocean itself broke civilization,
The survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Wie schön sieht ihr von innen aus? Weißt du, es war gerade so tragisch und spannend und aufregend und dann das. Danke für die Hilfe, Riesenhyäne. Wir hatten Sonnenbrand. Wo haben die jetzt die ganzen Früchte her? Da gibt's die Bananen. Also, ich meine, ich weiß nicht, wo sie die her haben, aber sie haben auf jeden Fall ganz viele Bananen und Kartoffeln und Zeug. Ja, die macht das wie Xavi und sammelt alles ein. Ja, hier hinten gibt's Kräuter und so. Oh. Kräuter? Ja. Ich habe keine Ahnung, was da was ist. Aber wir haben eh so viele Münzen. Wir könnten uns einfach mal gönnen von jedem eins. Knoblauch, Zwiebeln, das eine sieht aus wie... Was ist das? Keine Ahnung, das eine sieht aus wie Pflaumen, Chili und irgendwelche Kräuter. Und das ist da oben, weiß ich nicht. Ja, magst du mal von jedem eins runterlassen? Damit kann man bestimmt irgendwas kochen. Geil. Utopia-Kräuter, das sind die weißen. Ja, ich war gierig, sorry. Da. Okay, Haselnüsse. Also nochmal Utopia-Kräuter. So, dann nochmal lila Utopia-Kräuter für deine Küche. Lass dich den Rest. Ah, du kannst nichts. Okay, ich nehm's. Ja, was waren das jetzt? Das waren die purpurnen, also die weniger lilanen, die vierten von oben. Du bist jetzt bei Chili. Genau. Perfekt, dankeschön. Da war noch ein Automat, oder? Ja. Das war nur Deko. Ja, das ist nur Deko. Also wollt ihr keine schönen Raft-Girlanden? Ach Quatsch. Wir geben unser Geld für sinnvolle Dinge aus, Toto. Also auch keine Zierpflanzen? Sag ich doch. Also wenn ihr das möchtet, könnt ihr das tun, aber ich lege da keinen Wert drauf. Ich weiß nicht, ob wir das Geld noch brauchen. Wir haben 47 Marken noch. Oh, man kann mit Urlaub reden. Robi. Ja. Heb das mal bitte auf. Na, aber klar. Fisch. Xavi. Xavi, du kannst es doch einfach liegen lassen. Das ist einfacher zu aufheben, als wenn wir alles einzeln aufheben. Kass! Apropos Fisch. Ich muss mal was essen. So. Ich hab noch was da, wenn du was brauchst. Okay. Jetzt geht's, danke. Wir sind noch Timur, Citra, eine Kiste. Haben wir alles aufgehoben oder haben wir irgendwas übersehen?
komme ich da nicht durch. Nicht jetzt. Naja, irgendwas muss es ja noch geben, weil wir haben keinen Code für eine neue Insel. Sind wir vielleicht durch? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben es durchgespielt. Vielleicht haben wir die Story durch. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt nur noch zusehen, dass wir Titan sammeln und alles aufbauen, was es so zu bauen gibt. Und diese Kräuter wollen wir natürlich auch einsetzen, oder? Also ich glaube, das war das Ende der Story. So mit Cutscene und so. So, jetzt sah schon danach aus, ja. Mein Stream ruckelt gewaltig. Was ist denn jetzt los? Was spackt denn jetzt wieder? Oh oh. Bei mir krepiert gerade irgendwas. Das ist schlecht. Mach mal nicht. Ich glaube, es geht wieder. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe mich verlaufen. Mir hat nämlich heute schon der Frontlüfter rumgesponnen, der war so laut. Aber jetzt ist er ruhig. Jetzt geht's wieder, ne? Das war jetzt nur so 2 Minuten lang. Hm. Ich hab ein Zahnrad gefunden. Ich stehe auf irgendeinem Dach und bin lost. Wo muss ich hin? Möchte nicht sagen. Seid ihr dann nach oben? Ich hab mich verlaufen. Ich guck mich mal um. Floß. Okay, du bist schon am Floß. Also gibt's hier nichts mehr? Also ich hab jetzt noch ein Zahnrad. Ich sehe da drinnen. Achso, das. Oh Gott, das sind diese Jump'n'Run-Kisten. So, ich bin wieder zurück. Ja gut, dann springe ich jetzt ins Meer. Nee, bei den Leuten. Ich springe jetzt nicht ins Wasser. Nein, nein, nein. Warte, Tobi, ich komme zu dir. Okay. Jetzt habe ich wieder Frame Drops. Das gibt's doch nicht. Toto? Ja? Wollen wir versuchen, dieses dezente Zahnrad mit aufs Floß zu nehmen? Das können wir gerne probieren. Ich weiß nicht, ob du damit schwimmen kannst, aber ich habe gerade... Kann ich wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade irgendein Leistungsproblem, Tori. Meine Kaka geht gerade auf 100%. Und ich weiß nicht, wieso. Vielleicht sollten wir von den Leuten weg. Ich glaube nicht, dass es am Spiel liegt. Weißt du, in welche Richtung es geht? Ich versuch's gerade rauszufinden. Das ist unser Raft, ja. Kommen wir mal da durch. Ach, weißt du was, Tobi? Ich tu's. Okay, es ging ganz gut eigentlich. Wie bist du da durchgekommen? Drüber gejumpt, oben drüber. Dammit. Es geht. Vielleicht mit ein bisschen Anlauf? Ja, nicht mit Zahnrad. Achso, du kannst nicht jumpen. Tobi, ich hab... Au, Bruce, ey, komm. Ich hab schlechte Nachrichten für dich, Tobi. Ich will das Zahnrad mitnehmen. Ich weiß. Das würde ja wohl zu machen sein. Sofort von Bruce gebissen worden, ey. Instant einfach. So. Odo, drück mir die Daumen, dass ich mit dem Ding schwimmen kann. Ich drück dir beide. Ich beobachte jetzt mal kurz meine GPU, weil irgendwas spackt da. Also jetzt auf dem Raft ist es besser. Ich meine, 60% sind immer noch irgendwie erschreckend für Raft, aber... Machbar. Raft braucht auch erstaunlich viel RAM. Ich habe ein Zahnrad. Okay. Ich denke, wir haben jetzt stabile Frames. Oh, ich kann es hier nicht hinlegen. Aber vorhin ist jeder zweite Frame einfach verloren gegangen. Ha.
Warte. Das war nicht geil. Das Zahnrad schwimmt. Das Zahnrad schwimmt. Ja, pass auf hier. Ich bin bei dir. Das Zahnrad, das als Gewicht dient. Ich lege dieses Zahnrad vor dich. So, wie kannst du... Immer wenn das Zahnrad da ist, gehen bei mir die Frames durch die Decke. Es schwimmt. Tobi, darf ich dieses Zahnrad bitte vernichten? Kannst du nicht. Oh. Platsch. Okay, seit du mit dem Zahnrad da bist, habe ich 20% mehr Auslastung. Ich trag's weg. Was ist das für ein magisches Zahnrad? 30%. Jetzt geht's wieder runter. Na wirklich? Ja, weg. Genau. Nö, jetzt geht's wieder hoch, es war nicht das Zahnrad. So, ich hab's jetzt da weggelegt. Ich keine Ahnung, was da los ist. Dann schlage ich vor, wir können jetzt auf Titanjagd fahren. Wir können ja ohnehin immer wieder hierher kommen, wenn wir das wollen. Eine ganze Menge Leder. Und eine ganze Menge Kartoffeln. Okay, Leute, sorry, ich habe keine Ahnung, was da rumspackt. Das ist das erste Mal bei Raft, dass es so rum tut. Ich glaube, das sind genau die Fische, die wir bekommen haben, die man für den Fischeintopf braucht, oder? Nö. Also ich habe die einfach erstmal in die Essenskiste gelegt. Ja, ich pack's dazu. Den hier braucht man. Ja, keine Ahnung. Ich hab's mal alle nach rechts sortiert. Wo soll ich denn die Kräuter hingeben? Es sind 6 Stück, also nicht wenig. Ich packe die jetzt auch mal in die Gemüsekiste. Ach damit, ich wollte da gar keine Kartoffeln drauflegen, es tut mir leid. Oh, ich habe noch Suppe. Voll gut. Also das Ende jetzt war echt wild. Aber irgendwie cool, dass man auch flüssig weiterspielen kann. Ja, angenehm. Also Swift ist dann nicht lost. Andererseits, ich hab's nicht ganz kapiert. Jetzt war dieser Abspann da. Und Utopia und alle sind glücklich, aber sind wir damit eingeschlossen oder sind das nur die Leute da? Naja, wir können wahrscheinlich da bleiben und glücklich sein. Ach so, wir haben jetzt quasi da Siedlungserlaubnis. Vermutlich. Ich meine, wir haben sie gerettet. Wäre schon 30 Minuten. Die haben ja alles, ne? Die haben Felder, die haben Strom. Es ist wieder hochgegangen. Ich bin wieder bei 100%. So, jetzt ist die Frage, wollen wir noch weiterspielen oder wollen wir nicht? Nachdem wir jetzt die Story durch haben. Wollen wir noch Mama Bär töten? Einverstanden. Also mit allem, was wir haben, beste Waffen und Heilung und so, damit wir halt nicht sterben dabei. Okay. Xavi, wärst du dabei?
Harry? Boah. Ich würde aber kurz mal das Spiel neu starten, in der Hoffnung, dass es dann besser wird bei mir. Weil irgendwie ist das gerade ein Zustand. Ich hatte tatsächlich letztens ein ähnliches Problem, allerdings bei Diablo 2. Achso, ja, und wir haben die Errungenschaft Finish the Story. Wir sind durch. Es ist offiziell. Ah, was wollte ich sagen? Okay, jetzt spackt's beim Starten des Spiels. Wow. Liegt also eindeutig am Spiel, sagst du? Ich hab keine Ahnung. Aber na klar, wenn das Spiel nicht läuft, dann ist es Ruhe. Schicht im Schacht. Xavi? Gut, ich mein... Bist du wieder offline? Danke. Ich dachte auch nicht, dass wir jetzt so schnell durch sind. Es war echt nicht mehr viel, nur noch ganz viel Hyänenprügelei. Und Stapeln. Und Jump'n'Run. Gut, wenn ich das gemacht hätte, hätte es viel länger gedauert. Ja, jetzt können wir uns gönnen, ne? Tobi hat schon seinen Hut auf. Herr Meier, ich grüße Sie. Ich habe leider keinen Hut gerade, den ich ziehen könnte. Ich habe dieselben Probleme wie vorher. Was für ein Abfuck. Das hat erst, nachdem wir es durchgespielt haben, hat es angefangen. Vielleicht sollten wir einfach von dieser Insel weg. Sonst hatte ich nur den normalen Ruckler. Ja, vielleicht sollten wir weg. Aber bei euch geht alles, ne? Ja. Dann würde ich sagen, Xavi, kümmerst du dich um den Kurs zum Mama Bär? Jetzt müsst ihr noch wissen, welche Insel das war, ne? Das war es nicht so. Weit Island. Ah ja. Ist so einfach. Das klingt gut, ja. Das ist die dritte Insel. Bruce frisst. Bruce hat gefressen, der Drecksack. Henry. Ach du Schande. Ah ja, da steht's, da ist die Map, genau. Ich geh mal gucken, was Bruce macht. Oh, ja, Bruce hat sich ordentlich gegönnt. Bin schon dabei. Bauen wir das Raft noch aus oder soll man hinten dicht machen? Wenn wir jetzt nur noch Mama Bär legen, lohnt sich nicht, das Raft auszubauen, oder? Ja, habt ihr noch Lust, irgendwas zu machen? Ich habe ja keine Ahnung, was es noch so gibt, was wir nicht gemacht haben, außer Titan gefarmt. Naja, die Dinge, die man mit Titan bauen kann, bauen. Ja. Ich glaube, sie würde das Leben noch erleichtern. Ist halt die Frage. Leben erleichtern, ja. Also, keine Ahnung. Lohnt sich das? Wie viel Titan haben wir? Ich sehe einen. Dann haben wir einen. Ich mache mir mal einen neuen Speer. Meine Titan. Also wir könnten jetzt uns. Wir haben kein Leben. Metall. Das habe ich gerade geklaut. Ah. Kriegst du gleich. Weil ich habe gedacht, wenn Mama Bär, dann könnte ich mir Metallpfeile machen. Ja, was braucht denn so ein Speer? Hm.
Wie viel Pfeile kriegt man aus einem Barn? Weiß nicht. Weil warte, kann ich dir sagen, aus einem Barn 6 Pfeile. Ist nicht viel, aber besser als nix. Das heißt, ich brauche 5 Barn für 30 Pfeile. Ja. Wie viele haben ich wir? Würde 13. 60 Pfeile haben wollen, das heißt, oh. Ich bräuchte Federn. Das heißt, du bräuchtest unser ganzes Metall für Pfeile. Dann gibst du mir deine Steinpfeile, okay? Na, aber klar. Dankeschön. Dann habe ich 29, das reicht. Oh, mir fehlt Holz. Oder soll ich mir nicht mehr als 30 machen? Ja, braucht man sonst noch was aus Metall? Xavi, hast du eine ordentliche Waffe? Nö, ich kämpfe die ganze Zeit nur mit dem Holzspeer. Dann mach dir mal was Stärkeres, weil gegen Mama Bär werden wir alles brauchen, was wir haben oder kriegen können. Es gibt die Machete, die kostet 2 Metallbahnen. Metallspeer kostet 2 Metallbahnen. Ja, so viel Waffen gibt's eh nicht. Die sind ja im Vergleich so... Eine Machete hab ich. Ich finde den nicht schlecht, man muss halt sehr nah ran. Macht auch ordentlich Schaden, so ist nicht, aber... Ja. Wem gehört denn der Lachs da? Oh, Toto? Ja. Titanschwert. Ah, der braucht sicher mehr als einen Bahn, ne? Ich habe den gegarten Lachs in die Kiste gepackt. Okay. Wollen wir da links auf der Insel nach Titan suchen? Ja. Oder? Wir haben ja jetzt Zeit, ne? Okay, ich bin am Anker. Also eine Stunde hätten wir für alles. Ist eigentlich nicht viel, ne? Titanschwert klingt irgendwie schon ziemlich awesome. Was brauchen wir denn für ein Titanschwert? Ich guck. 3. Oh boy. Also, wenn überhaupt, kann nur einer eins haben. Oh, das bin dann wohl nicht ich. Es gibt Titanpfeile für einen Titanbahn. Wie viele? 6 Stück. Ist halt auch nicht die Welt. Die Frage ist, wie viel mehr Damage macht das überhaupt? Haben wir Heilung? Nope. Ich habe einen Heilung im Inventar. Wie konnte man den nicht auch craften? Achso, und warte mal, die elektrische Seilrutsche. Da kann man nach oben und unten fahren mit der. Ah, krass. Aber die braucht man dort nicht. Ne. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass man das dann so spät bekommt, aber eigentlich storymäßig hat man nichts mehr davon. Hä? Bin ich doof? Ah. Jetzt ist es halt wirklich dann nochmal so für Enthusiasten, die sich dann blöd farmen mit Titan, ne? Ja, also wir haben einen Metallerz hier auf der Insel bekommen. Es gibt einen Titanhaken. Für 3 Barren, das ist unglaublich teuer. Eine Titanaxt. Für 2 Barren, aber das lohnt sich überhaupt nicht, wenn du mich fragst. So, ich bin wieder an Bord, wir können weiterfahren, das ist ja bescheuert. Alles klar. Hat sich gar nicht gelohnt. Selbst das große Lager kostet ja 4 Titanbahnen. Also der Titan-Grind ist ja ohne Ende. Windturbine, 4 Titanbahnen. Ich meine, macht das jemand? Elektrischer Schmelzer für 6 Titanbahnen und 6 Metallbahnen? Ich habe das gemacht. Solo? Ja.
Elektrischer Reiniger. Der elektrische also der Reiniger ist geil, weil der ist quasi ein Staubsauger, der Wasser aus dem Meer saugt, die ganze Zeit. Mhm. Und zwar eine ganze Menge. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Ja. Der elektrische Schmelzer, der gibt dir 3 Schmelzplätze, also 1 Schmelzer, 3 Schmelzplätze. Mhm. Was hat man noch? Es gibt noch den E-Grill. Der hat 2 von diesen 3er Grillflächen. Das hast du alles gemacht? Ich war neugierig. Und aber hatte bist du jede einzelne Mini-Insel angefahren? Naja, ich habe mich viel treiben lassen, weil ich konnte nicht in der Story weitermachen, weil dann hätte ich mich ja gespoilert. Verstehe. Ordentlich. Ja, ging mir ja nicht anders. Glaube ich dir sofort. Ja, schön, dass ihr so viel gespielt habt. Ich frage mich immer, warum ich so schlecht bin in Raft. Klar. Hüpf da mal kurz rüber. Wir sind nur einfach so gut. Mach mal. Oh Mann. Ja, ein Scharnier, ne? Das ist krass. Was sind das für Megawellen hier? Ich habe gekocht und war zu blöd, das wieder runterzunehmen. By the way, es waren schon wirklich die Inseln, ne? Jetzt läuft's vollkommen normal bei mir. Ja. Krass. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Aber wenn nicht mal Safe Game Laden hilft. Ordentlich. Ach, deswegen produzieren die Bienen nichts mehr. Die Blumen sind weg. Jo. Haben wir noch Blumensamen? Ja, müssten da sein. Ach ja, richtig, die waren ja hier hinten, ne? Genau. Was nehmen wir denn? Davon haben wir am meisten. Boah, Ruckler des Jahrtausends. Okay. Ah, den hatte ich auch. Das ist ein nices Game, aber ich bin echt zu wenig Jump'n'Run auf ihn dafür. Gibt's Controller-Support für Raft? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Müsste man mal gucken. Guck mal. Nur 8,4% haben das Spiel durchgespielt. Was? Und die meisten dann früher gespielt haben, vor dem letzten Kapitel. Steam Deck spielbar. Naja. Wo steht denn das mit Controller? Steht gar nichts da. Oje. Aber gibt's das nicht inzwischen auch für Konsolen? Unmöglich.
Sind wir schon da? 500 Meter, das ist die. Das geht echt flott. Oh, ja. Okay, ich habe 36 Metallpfeile. Ich hab's gerade mal so geschafft, mein Inventar halbwegs zu leeren. Ja, der Plan ist, wir brauchen noch Heilung. Ihr Lieben, wie ging das? Ja, wie gesagt, eine Heilung habe ich hier. Die können Ei, Ton, Honigwabe oder Ei und Ton. Pass auf, die Heilung lege ich hier in die Essenkiste. Dann kannst du die rausnehmen. Danke. Aber es sollte ja jeder was davon haben, ne? Ja, meinetwegen gerne. Das wäre doch vernünftig. Ich werde sie wahrscheinlich am wenigsten brauchen, einfach weil ich ja Fernkämpfer bin. So die Hoffnung, dass... ne? Ich würde echt gern jeden... Also... Es sind vorhin fast zwei von uns gestorben, ne? Beziehungsweise ich war auch mal am Sterben, also... Wir wissen, dass es eskaliert. So, ich nehme mir mal einen solchen Fisch noch raus. Nimm dir ruhig zwei. Nö, nee, passt schon. Ich habe noch einen Haihappen und Suppe. Das reicht als Essen. Ich habe 5 Suppe. Sollte auch reichen. Dachte, ich nehme einfach mal mit. Ach ja, Heilung. Wir haben mehr als genug Ton. Also, ich sehe da kein Problem. Haben wir Honigwaben? Nein. Gar keine. Nein. Weil mal alles zu... Ach nö, das sind Bienengläser. Ich habe quasi alles verbraucht, um Bienen, Quatsch, um Honig zu machen, und den brauchen wir für Sprit. Das ist gemein, ja. Vielleicht sollten wir einfach mehr. Aber wir haben 20.000 Bienenstöcke machen, ne? Ah ja, richtig. So ein paar. Ich habe noch 5 auf Tasche. Ich habe 20, das reicht als erstes. So, warte mal. Ja, 5. Das heißt, ich craft die Low-Bob-Heilung. Besser als nix, oder? Ja. Gut, ich habe 10 Stück Low-Bob-Heilung. Nice. Kann ich mehr machen? So 5 oder so würde ich noch hinkriegen. Jeder 5 Stück? Ja, gib mir 2. So, ja, dann spare ich mir das Crafting. 2 für Tobi, 5 für Xavi. Dann habe ich noch 3. Und die große habe ich ja auch noch. Herr Tobi, ich droppe. Achso, Entschuldigung, Herr Mayor. Ist Xavi oben? Hello. 5 Stück Heilsalbe, bitteschön. So, Teufel nochmal. Ich bin nervös. Musst du nicht. Xavi, fährst du jetzt einfach ganz gegen die Insel? Ja. Perfekt. Voll gut. Wir sind eh schon am hinteren Dings. So viel Loot, aber eigentlich braucht ihn keiner mehr. Nachher noch Zeit haben, mache ich das Raft hinten dicht.
Seid ihr bereit? Nö, okay. Ich denke ja. Ein bisschen nervös bin ich. Ja, Mama, aber nicht so ohne. Haben wir nicht auch Bärenköpfe irgendwie? Nee, haben wir nicht, ne? Nur gut. Dann gehe ich einfach als... Warte, gehen wir als Rudel? Als Hyänenrudel? Das wäre sehr cool. Drei Hyänen gegen den Bären? Voll der Plan. Wäre ich doch dabei. Nervosität steigt. So, habt ihr alle gegessen? Habt ihr getrunken? Habt ihr zu essen und zu trinken bei? Halbwegs. Warte, noch was trinken. Okay. Möwe! Oh, Honigwabe. Magst du mir den Pfeil geben? Eine Wabe. Dankeschön. Ich habe die Honigwabe in die Fleischkiste gepackt, weil ist ja nicht vegan, richtig? Korrekt. Gut. Wo ist die Honigwabe? Ja, gerade war sie noch in der Fleischkiste. Wir brauchen nämlich 6 Stück für eine gute Heilung. Ah, gut, perfekt. Da wollte ich sie auch hin tun. Hast du dein Heilzeugs? Sehr gut. Yep. Gut. Gute Xavi. Tobi, wenn du magst, kannst du noch mit dem Metalldetektor. Du meinst. So. Den hier? Oh ja. Das Teil sieht so bescheuert aus. Er schlägt aktuell nicht aus. Ich vermute mal, hier ist es nichts, also. Ich vermute, auf keiner der ja, Dingsinseln ist was. War ein Versuch wert, oder? Ja. Ich nehme ihn mit, vielleicht findet man ja doch was. Jo. Gut. Ready to go. Xavi kocht noch. Achso, dann gehe ich kurz auf Klo. Das könnte ich auch machen. Gleich. Na gut, ich spring mit, bis gleich. So. Ach, ey. So, da bin ich wieder. Lippi. Oh,
Gleich mal hat versehen. Sich nicht viel verändert. Ihr steht noch genau da, wo ihr Zum vorher standet. Ich fülle Wasser nach. Kann dir helfen. Dankeschön. Ich habe jetzt immer die Tasse zusätzlich voll gemacht. Und dann kann ich. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Was denn? Zwei Flaschen. Ich habe eine Flasche mit Süßwasser und das da. Oh. Banane. Oh yeah. Was? Banane? Ist der mit Banane? Nee, das ist der gleiche, den wir vorhin gemacht haben. Ach so, das heißt, wir haben immer noch keinen Bananencocktail ausprobiert. Haben wir Banane? Ja. Eine Banane. Können wir Bananen eigentlich anbauen? Probier das mal. Wir haben gerade keinen Platz frei bei den Bäumen. Wir müssen nur fällen. Eigentlich wollen wir ja los. Ich glaube, Mama Bär ist spannender als Bananenbäume setzen, oder? Vermutlich. Dass Xavi sich nicht brennt hier im Grill. Na gut, sie ist ja jetzt die Hyäne. Dieses Ding hier, ne? Oh, die Batterie ist ziemlich leer, kann das sein? Ja, die ist aber gerade erst von gelb auf rot gewechselt, also wenn er durch ist, können wir die mal austauschen. Alles klar. Dreiviertel Stunde hätten wir. Sollte reichen, ne? Machen wir mal. Nochmal gespannt, wie oft jemand stirbt. Mein GPU-Speicher ist sehr voll. Das ist auch interessant. Vielleicht hängt das mit einem Problem zusammen. Ich glaube, ich muss die Kiste mal neu starten. Ja, aber nicht jetzt. Ja, gerade schlecht, ne? Da wäre es geil, wenn man eigenen Streaming-Rechner hätte. Davi, wartest du noch einen kurzen Augenblick? Können. Let's go. Und Ruckler. Oh, es gibt doch was zum Buddeln. Nice. Xavi, du kennst den Weg? Davon aus. Oh, sie sagt nix. Also, wenn wir Mama Bär haben, dann könnte ich hier auf der Insel nochmal nach Titan gucken. Jo. Erstmal überleben. Ach so, okay. Die war irgendwo links unten relativ mittig. Von wo aus gesehen? Also mit links meine ich im Südwesten. Mittiger Westen hätte ich geschätzt. Ja, aber mehr. Das Mini-Bär. Mehr südlich. Die Bär wird ignoriert, okay. Ja, wäre eine Vergeudung von Waffenstärke. Honig. Lass liegen. Kann's eh nicht mitnehmen. Brauche ich irgendwas dazu. Bär ist hinter uns. Ja, Bär wird irgendwann aufhören. Hinter uns. Jetzt zu wahrscheinlich. Sein. Hoffentlich. Ja, ich habe jetzt schon Hunger. Lul.
Was? Wer hat da geklingelt? Ein Bär. Hinter dir. Wer klingelt denn? Wie klingelt denn? Ich bin verwirrt. War da nicht so eine Bären-Dingens? Das ist der Dodo wieder. Das verrückte Moorhuhn. Da ist Mama Bär. Xavi hat sie gefunden. Okay. Alle bereit? Halbwegs. Na dann drauf. Let's go. Oh, wenn die so rum... Echt jetzt? Nein, oder? Nein. Nein, nein. Das ist jetzt nur nicht so wahr. Ich glaube, Mama Bär wird ein epischer Kampf. Treffen unsere Pfeile oder ist da eine Alpha-Wand? Glaub, wir treffen. Was? Das ist... Nein. Oh, das war nix. Wie viel steckt denn die so an? Eine Menge, ne? Mhm. Es wird Nacht. Der Kampf gegen die Anverwandt. Ich finde das so herrlich, dass Xavis Kopf leuchtet und Xavis Hyänen lächeln. Alter. Nicht wahr. Nein. Es gibt eine Menge Leder und Fleisch. Warum? Also ich habe 5 Leder und 5 Fleisch ernten können. Möchtest du mir meine Pfeile wieder geben? Metallpfeile. Dankeschön. Steinpfeile. Das war... Ja, ich mach noch Unmengen an Heilung, ne? Oh. Xavi hat gut getankt. Ja. Das, ich hätte gern den letzten Boss so gemacht. Uff. War jetzt wesentlich unspektakulärer als gedacht. Oh. Xavi, irgendwie ist dein Mikro aus. Ist es nicht, ich sag nur nichts. Okay, bist du zufrieden? Gut, wollen wir Titan suchen? Ja, entweder das oder wir sagen, okay, damit ist Raft offiziell beendet. Eins von beidem. Ja, können wir natürlich auch. Was ist euch lieber? Mir ist es egal. Weil wenn wir jetzt gerade das letzte Mal Raft gespielt haben, weil die Story jetzt durch ist, dann... Naja, dann macht es keinen Sinn, das Titan noch zu suchen. Ja, jetzt gibt es nur mehr Grind, soweit ich sehe. Oder habt ihr darauf Bock? Aber wenn ihr das E-Solo schon gemacht habt, ist das auch für euch nicht mehr so spannend. Xavi? Nee. Nee. Weiß nicht, das ist halt dann wiederholt wieder nur dasselbe, halt einfach nur rumsegeln und irgendwelche Sachen halt sammeln und dann, keine Ahnung, ist das halt, nee. Das, ja. Verstehe ich gut, ja, dann stimme ich auch dafür, dass wir sagen, das war ein wunderschönes Let's Play. Okay, ja, danke schön euch beiden fürs Mitspielen, fürs Jump'n'Runs und Rätsel lösen. War sehr schön. Wollen wir das Save-File behalten? Willst du das nochmal hochladen, Xavi? Nur so für den Fall. Wobei, es hieß ja Final Chapter, ne? Meine auch, es hieß Final Chapter. Mhm. Ich denke, Raft ist damit ziemlich durch.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute einen Ticken früher Feierabend. Okay. Alles klar, Chef. Brauche ich eigentlich gar nichts mehr rumtun im Inventar. Haben wir eigentlich alle Hinweise gefunden? Ja. Bei Utopia aber schon, ne? Bei Temperance fehlt noch irgendwas. Die meisten haben wir. Ah, da fehlt die ganze Seite, ja, stimmt. Ganze Seite 6 fehlt uns beim Radio Tower. Naja. Okay, der doch zum Raft? Weiß ich nicht, Xavi ist losgelaufen, da dachte ich, glaube ich, mit. Immer sobald ich was nachsehe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Dachte, wir machen Schluss hier. Ja. Das Ende von Raft. Ja, wir machen Schluss, denke ich. Toto wird auf der Bäreninsel ausgesetzt. Ja, ich schlage vor, wir treffen uns nochmal beim Floß und dann... Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Findest du raus. Ich bin jetzt beim falschen Strand. Also seid ihr in die andere Richtung losgelatscht. Ja, Speicherbar am Raft. Ich hab's sogar gefunden. Bin noch nicht. Oh, okay. Ich dachte, ihr seid schon da. Kann nicht mehr weit sein. Es war im Prinzip von da, wo wir gestanden sind, einmal rauf und dann rechts. Ja, nur vielleicht einen Ticken anders gelaufen. Ja, aber ich kann es halt nur von da aus sagen, wo wir waren, weil sonst habe ich ja keinen Anhaltspunkt. Alles gut, wir sind gleich da. Xavi weiß, wo es lang geht. Ich habe das Raft mal eben repariert. Was kostet das Upgraden nochmal? Ein Metallbahn, zwei Nägel. Ist ja easy. Na, Schrott haben wir, Metallbahn glaube ich noch so um die 5. Ja, es reicht nicht. Ja, genau, 5 Metallbahnen reicht nicht. Schade. Schade. Aber ich würde sagen, Team Hyäne war richtig fies jetzt gegen den Mama-Bären. Das war ziemlich nice. Dafür will mich das schon Spiel... fast enttäuschend. Naja, dafür, wie mich das Spiel vorher gequält hat, finde ich es voll okay zum Ausgleich. So, wenn wir nicht in die falsche Richtung geschwommen sind, dann müsste jetzt hier das Kloß demnächst mal auftauchen. Ist halt jetzt geschwommen. Soll ich euch entgegenfahren? Nee. Drehen wir uns um die Insel im Kreis, weil wir einfach in die falsche Richtung. Möglich wär's. Früher oder später kommen wir jetzt auf jeden Fall an. Ich find's auch schön, wie unser Anker da hängt. Sehr kreativ. Moin.
Wie ich einfach nicht drauf komme von hier. So. Ja, hallo Bruce. Schön, dass er bei dir ist. Das heißt, dass er nicht bei uns rumhängt. Ja, aber ich sehe euch doch immer nicht. Ja, wie das Floß auch nicht, keine Sorge. Alles gut. Okay. Habt ihr es ins ganz andere Ende der Insel geschafft, oder wie? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich hatte halt auch gedacht, dass wir beim Floß quasi runterkommen und dann nur noch rechts schwimmen und dann da sind. So wie Xavi das, glaube ich, auch dachte. Ja, der Weg, den ich als erstes genommen hatte, war auch der genau ans andere Ende. Aber da bin ich dann einfach umgedreht und war sehr schnell dann am Raft. Also quer drüber auf die andere Seite. Ihr kriegt es schon hin. Navi schwimmt, glaube ich, so einen halben Müh schneller als ich. Das verstehe ich nicht. Host-Vorteil. Aber jetzt kommt das Floß in Sicht. Yay. Es gibt lecker Cocktails. Also, alles gut hier am Raft, würde ich sagen. Keine Ahnung wieso, aber ich craft schon wieder Seile. Ah, es war eine kluge Entscheidung zu laufen. Ja, hallo. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich nie dazu gekommen, das Raft weiterzubauen. Ich hab hier noch, siehst du, die Steher da? Das habe ich letztes Mal angefangen. Es ist einfach nie fertig gebaut geworden. Boah. Jetzt fehlt schon wieder eine Blume. Ja, ich habe keine Möwe gehört. Gut, könnte auch vorher das gewesen Problem sein. Ist mit nur zwei Blumen, dann machen die Bienen nichts. Ja gut, wir sind da. Toto? Ja. Wo bist du? Bin am Wasser nachfüllen. Hinten. Ah. Mach mal einen Schlussscreen. Mach mal einen Schlussscreen. Setzen wir uns alle aufs Sofa. Sehr gerne. Wie komme ich nochmal? Oh, Xavi müsste in die Mitte, weil sie den coolen Kopf hat. Achso, Entschuldigung. Wie komme ich nochmal in Third Person? Mit Komma. Hätte ich nie rausgefunden, dankeschön. Ja, das sieht super gemütlich aus, Leute. Krieg leider keinen guten Kamerawinkel, gut, weil ich außen bin. Aber best you can get. Ah, da wird Tobi ausgeblendet, das wollen wir auch nicht. Tobi hat natürlich den besten Platz. Okay, Leute, schön war's. Schön war's. Danke nochmal fürs Mitspielen. Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielleicht finden wir ja wieder mal ein Spielchen. Mal gucken, wie wir so weitermachen. Ich habe jetzt noch keinen Plan, ehrlich gesagt.
Okay, Leute. Dann wünsche ich euch was. Oh, ebenso. Ich kann nicht mal, ich muss aufstehen, um. Oder aus dem Komma raus. Nö, ich muss wirklich aufstehen, um ins Menü zu kommen. Nice, okay. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Joa. Gute Nacht, ihr zwei. Schlaft gut. Gute Nacht. So. Und dem lieben Stream wünsche ich auch mal, ja, heute mal relativ bald eine gute Nacht. War ein kurzer Stream. Aber das Ende kam dann doch irgendwie schneller als gedacht, als erwartet. Ich dachte, vielleicht kriegen wir da noch 3 Stunden unter. Naja, wir sind ja knapp dran. Aber ja, so geht's. So geht's plötzlich. Raft ist durch. Damit ist es erstmal beendet. Wird definitiv nie mein Lieblingsspiel werden, aber mit anderen, mit lieben Menschen, ist es immer ganz nett hier. Ja, gut, ich vertschüss mich auch in den Endscreen. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns morgen nicht. Du fandest es toll. Das Spiel, ich fand es heute mit euch toll, aber wie gesagt, das Spiel wird nicht mein Lieblings-Survival-Game werden, definitiv nicht. Ich ziehe mich am Donnerstag wahrscheinlich wieder in Subnautica Below Zero zurück. Da fühle ich mich trotz gewaltigen Ungeheuern so viel wohler. Also ja. Aber es hat schon seine Daseinsberechtigung, das Spiel. Es hat seine guten Seiten. Es ist relativ simpel. Keine Ahnung, was jetzt heute war mit meiner Auslastung. Aber ich glaube fast, dass ich mal ein bisschen PC-Cleaning betreiben muss. Selbst jetzt im Menü ist mein Grafikspeicher halb voll. I don't know. Egal. Das gucke ich mir bis Donnerstag mal an. Wobei, bei Subnautica hat man jetzt nie Probleme eigentlich. Naja. Genug gelabert. Gute Nacht, Leute. Habt eine schöne Woche. Und ja, Donnerstag wahrscheinlich Subnautica weiter. Gut. Bye, bye. Tschüss.